12. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachtsbitte von Kurt Tucholsky. Der Berliner und insbesondere die Berlinerin kommt bekanntlich zu nichts. Und dem mag denn wohl auch zuzuschreiben sein, dass so viele Leute Wohltätigkeit üben möchten und so wenige es tun. Sie kommen nicht dazu. Und dann, wie fängt man das an? An wen soll man schicken und was? Und das Mädchen hat so viel zu tun und soll nun auch Pakete schnüren. Und es dauert so lange, Postanweisungen aufzugeben. Und inzwischen frieren und hungern die anderen. Es ist also nicht immer Fantasielosigkeit daran schuld, dass einer nichts gibt. Obgleich viele Leute mehr Gutes täten, wenn sie sich recht intensiv vorstellten, was das ist, hungern, und was das ist, frieren. Es mag auch Mangel an Zeit schuld sein. Ich bitte nun die unter meinen Lesern, die im Laufe des Jahres ein bisschen Unterhaltung, Anregung oder Freude an den kleinen Glossen gehabt haben, die ich hier veröffentlichen durfte, mir einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Dem städtischen Asyl für Obdachlose geht es mit seinen Mitteln nicht zum Besten. Die Leute brauchen Kleider, Decken, Nahrungsmittel und vor allem Geld. Adresse: Berlin, NC 55, Fröbelstraße 15. In der Prinzregentenstraße 23 zu Wilmersdorf lebt eine blinde Frau, Betty Wassermann, eine ehemalige Tänzerin, die bei einem Versuch des Doppelselbstmordes durch einen Schuss ihr Augenlicht eingebüßt hat. Sie ist von einem Tag zum anderen auf das angewiesen, was ihr fremde Menschen ins Haus schicken. Die Gefangenen auf der Festung Niederschönfeld sind hilf- und wehrlos der bayerischen Verwaltung ausgeliefert. Während sich Jago entfernte, um von der Haft verschont zu bleiben, leiden diese armen Menschen wie die Tiere. Sie möchten Tabak haben, Süßigkeiten, unpolitische Bücher. Für den, der das gerade nicht im Hause hat, wird eine Geldsendung am richtigsten sein. Man kann an Ernst Toller oder Erich Mühsam, Festung Niederschönfeld bei Rhein am Lech in Bayern adressieren. Es ist Geschmackssache, wem man so eine Weihnachtsgabe schickt und was man schickt. Ich bitte jeden Einzelnen, nach Lust und Können an diese Adressen oder, wenn er bessere weiß, an andere, was zu Weihnachten zu schicken. Man sollte die Trägheit des Herzens überwinden. Es summiert sich ja doch. Wer sich mit der Formalität dieser Sendungen nicht abgeben mag, der überweise eine Summe dem Postcheckkonto der Weltbühne, Berlin 11958. Wir werden das Geld unter diesen drei Empfängergruppen verteilen und auf Wunsch öffentlich quittieren. Ich habe einen kleinen Anfang gemacht und der Weltbühne eine Summe Geldes zur Verfügung gestellt. Meine Bitte: folgt nach. Ende von Weihnachtsbitte von Kurt Tucholsky. Gelesen von Hokuspokus.